Zuerst dachte ich, es sei ein Feuerwerk. Es wurden mehrere Schüsse in rascher Folge abgegeben, dann war eine Pause. Wir wussten nicht, was los war. Wir sahen Menschen weglaufen. Ich wusste noch immer nicht, was los war, und immer mehr Menschen rannten weg. Dann sind auch wir in eine Seitenstraße gelaufen. Die Leute haben nicht geschrien, aber jeder war beunruhigt. Es war irgendwie surreal, so als ob es gar nicht passieren würde. Alles war in Bewegung und jeder wollte nur weg. Es war schwer zu glauben, dass es tatsächlich passiert war. Ich habe mindestens 20 Schüsse gehört, in Abständen. Man hörte Klicken, Schüsse, Ladegeräusche, Klicken, Schüsse. Dann sah ich das Blutbad, als ich die Straße runtergelaufen bin. Das ist alles völlig verrückt. Ich sah zumindest 4 angeschossene Menschen. Eine lag beim Brunnen. Jemand kam aus dem Restaurant gelaufen. Eine Person war auch im Restaurant angeschossen, glaube ich zumindest, weil dort so viel los war. Die Leute haben versucht, einander zu helfen. Dann ist schon die Polizei gekommen. Das ist nicht cool. Das ist gar nicht cool. Not cool. Not cool at all. It was like 7 people shot. Just on that square. Auf diesem Platz dort drüben, da wurden 7 Personen angeschossen, gleich da drüben. Und jeder hat plötzlich angefangen, Videos zu machen. Jeder hat Videos gemacht von den 7 Leuten, die dort angeschossen worden sind. Ich habe gerade ein Bier getrunken mit den Jungs da drüben. Die 7 Leute lagen auf dem Boden, 3 davon waren junge Frauen. 2 weitere waren im Inneren des Restaurants. Der Schütze war offenbar nicht im Restaurant. Die meisten Leute sagen, dass er herumgegangen ist. Ich war ja ein Bier trinken und habe das alles nur gehört. Dann sind die Leute in die Bar reingelaufen. So we just heard everything, so everyone was running back to the bar. Today at approximately shortly after 10 p.m. What happened was the police responded to. Heute Abend kurz nach 22 Uhr reagierte die Polizei nach einem Anruf, bei dem Schüsse gemeldet wurden. Als die Beamten eintrafen, konnten sie innerhalb kürzester Zeit einen Mann als Verdächtigen ausmachen. Der Mann schoss auf die Polizisten, diese feuerten zurück. Ich kann Ihnen zu diesem Zeitpunkt sagen, dass 15 Menschen von Kugeln getroffen wurden. Einer von ihnen ist der Täter, die anderen 14 sind Opfer. Eine junge Frau ist ihren Verletzungen erlegen, die anderen 13 werden in Spitälern behandelt. The other 14 are victims. I can tell you that one has succumbed to their injuries at this point in time. A young girl is in critical state right now and the other 13 are in hospital and being treated. Shocking. Absolutely shocking. Das ist schockierend, absolut schockierend. Ich meine, das ist eine Straße, wo die Menschen einkaufen, in Restaurants gehen, einfach ein Ei essen oder einfach auf dem Platz sitzen und den Sommer genießen. Das ist absolut niederschmetternd. Ich bin völlig fertig. Das ist eine schlimme Nacht, eine Horrornacht hier auf der Danforth-Straße. Hier kommen Familien, flanieren, essen und dann kommt ein Mann mit einer Pistole und beginnt herumzuschießen. So viele Menschen wurden verletzt, eine Frau ist gestorben. Wir haben nie geglaubt, dass so etwas hier passieren würde. Man muss sich fragen, warum gibt es so viele Waffen in dieser Stadt? Das waren keine Gangs heute Nacht, aber es war eine Waffe.